Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Leute, ihr habt mir gerade noch mal was reingezogen. Und das sieht aber jetzt nicht mal nutzen, aber was. Verpflichtetes Set. Okay, gut. Wir gehen gleich mit Ultrasoften raus. Das haben wir im letzten Mal gesagt gehabt. Wir wollen gucken, ob wir gleich eine gute Zeit finden. Nein. So. Und rausfahren. Ich habe gerade noch was zu essen reingeschoben, weil ich dachte, es kommt wieder so ein großes Intro oder sowas. Und ich habe jetzt auch das erste Mal gesehen, was alles passiert. So, wenn man so einen Season-Tag anfängt oder sowas. Also man kann nächstes Mal sofort weitermachen. Und der Anruf von uns war meine Mutter. Die aber jetzt nicht mal gegen 5 Minuten danach. Ja. Wie gesagt, wir waren gleich mal eine super Zeit versuchen reinzufahren. Ja. Gleich mal auf Temperatur bringen, obwohl es sehr gut aus. Und dann gucken wir mal, wo wir dieses Mal rauskommen. Ich hoffe, es wird auch aufgelistet, wo wir letztes Mal waren. Also so die zeitmäßig. Aber die Zeit habe ich nämlich schon vergessen. Ihr könnt letztes Mal nochmal reingucken. Ich glaube, 1:36 irgendwas. Ah, oh, Lager sind zu warm. Ich bin mal gespannt, ob uns auch so ein technischer Schaden mal wischen kann, der uns mal raushaut. Also Motor, Boom oder wie ist denn was. Lager, ich meine, die Bremsen natürlich sind ziemlich warm. Zustand des Autos. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Reifen und Bremsen sind zu heiß. Bitte etwas langsamer in den nächsten paar Kurven. Da werden wir mal kurz rollen. Wir lassen den mal kurz rollen, damit das mal alles kurz abkühlt. Mit einem Ferrari zu mit Formel 1 fahren zu fahren ist auch ungewohnt. So, Abkühlung genug, jetzt brauchen wir unsere Zeit. Jetzt, wo alles noch gut ist, los geht's. Das war ein Leck, das gilt nicht, scheiße. Dreckige Lecks. Ich lade nur im Hintergrund hoch, mehr nicht. Man muss wirklich 1:1 Lenkung machen. Aber wenn man das eingestellt hat ordentlich, das dauert eine Weile. Glaube ich mal. Wetterbericht. Wir erwarten heute keinen Regen, es sollte trocken bleiben. Das habe ich mir schon fast gedacht. Statusreport. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Dankeschön. Fuck! Komplette Runde verkackt. Oh, scheiße.
Leck, wir sind in der Runde 1. Oh, Scheiße. Geile Sache. Das habe ich mir ja schon gewünscht. Boxenstopp. Boxenstopp. Ich wollte ja unbedingt in die Box fahren. Ich habe ja schon mal die Leute vermisst, nicht wahr? Aber wie sollen das im Rennen mit mir werden? Obwohl, übernimmt da. Ja. Da müssen wir noch mal kurz was trinken. Ich habe mich das schon angekündigt. Warum stehen die nicht bereit? Komplett neuen Flügel jetzt. Ah. Hm. Ich habe lange kein Moreno mehr gegessen. So. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Wollen wir es mal riskieren? Wir riskieren es. Und gleich raus. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Kann man die Reifen hier irgendwie nochmal so abputzen oder abschleifen? So einmal oder so? Also das ist ja ziemlich Verschwendung. Überleg mal, im echten Leben sechsmal die ja. Das wird alles auf seiner Temperatur eigentlich schon sein. Der lenkt nur mal leicht ein. Eins würde mich mal interessieren von eurer Seite aus. Bin ich ein riskanter Fahrer? Oder so radikal, so ein riskanter Radikal. Ich denke immer so, ich bin so ein halber radikaler Mensch, was das Fahren angeht. Geil, schon wieder raus. Warum nicht noch mehr Schäden? Ja, kommt, wollt mich mal. Platz habe ich Platz und dann ist alles gut. Status Report. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Status Teamkollege. Louis ist Spitzenreiter, Platz 1. Oh. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 31,9. Scheiße. Warum komme ich nicht um die Kurven? Gut, wegen der Einstellung jetzt. Ja, okay. Ich kann so nicht fahren. Nee, geht nicht. Ich könnte vergessen, dass ich so fahre. Das war ein Riesenfehler. Ich gehe lieber wieder auf meinen Standards. Kommt rein und wieder raus. Ich will bloß umändern. Zeit, 4:30. Viel Verkehr. Ah, da ist ein Park.
So. Setup. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz. Okay, ein neues Setup für dich. 20 Minuten haben wir noch. Okay, Alter, das ist ja noch. Dann nutzen wir mal kurz die Zeit, wenn wir schon hier drinnen sitzen und gucken uns mal an mit den Rädern. Warum sind die jetzt nicht zur Auswahl? Weil die schon benutzt sind oder was? So, was ist mit denen? Ah, jetzt steht es da, ja, ja, klar. Ach so, empfohlen für. Ach, die sind zurückgegeben. Für Quali 1, für Quali 1, für Quali 2, Quali 2. Und Quali 3. Das heißt, ich fahre im ersten Rennen nur mit Ultrasoft, danach mit Ultrasoft und Soft und im letzten nochmal Ultrasoft. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Abtrieb. Geht nicht. Gut, okay. Dann fahren wir eben so wieder raus. Ach gut, okay. Zurück zur Stich. Dann fahre ich ja gleich mit den Soften schon eine viel bessere Zeit. Habe ich überhaupt schon mal eine Zeit gefahren? Ja, die erste. Oder? Nee, ich habe noch keine Zeit gefahren. Mich hat's immer rausgehauen. Oh, da wird ihn reingeschoben. Ich habe ja... Bin ja erst 10 Minuten unterwegs. Ach. Gleich ein ganz anderes Fahrgefühl. Man merkt das richtig, was das für ein Fahrgefühl einmal ist. Qualifying werde ich wohl sehr wenig reden, habe ich das schon so ein Gefühl. Das sagt mir in meinem Ring. Differential. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ach so, das geht nicht. Aber mich würde mal interessieren, was das Differential macht. Jetzt 31. Aber man hat an manchen Runden gesehen, ich kann einiges rausholen. Hier muss ich weiter ausholen wahrscheinlich.
Das geht doch besser. So läuft das ab. So läuft der Hase. Zustand Auto. Ein Wort zu den Reifen. Sie sind noch in Ordnung, nutzen sich aber allmählich ab. Wenn du es noch nicht bemerkt hast, wirst du es demnächst merken. Sei vorsichtig. Die Abnutzung ist recht stark. Der Grip wird schnell nachlassen. Die Bremsen und Reifen werden langsam etwas zu heiß. Lass es in den Kurven etwas langsamer angehen. Ist ja eh schon verkackt. Dann lassen wir mal ganz kurz. Mit dem vierten gebe ich mir ja eigentlich relativ zufrieden. Diese Kurve hier. So, und jetzt. Die Reifen sind zu schlecht, um eine bessere Zeit zu formen. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, wir fahren mal in die Boxengasse wieder. Update-Saison. Hier sind die aktuellen Top 5 der Autos. Ray Körner, Hamilton, Vettel, P4. Du bist auf Position 4 von Massa. Treibstoffinfo. Ich will mal gucken, was es noch so hier alles gibt. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Ray Körner, Hamilton, Vettel. Wir sind auf P4 und Massa. Ingenieur wiederholen. Mehr Updates. Ist angekommen, bestätigt. Fuck! Da gehen wir jetzt nochmal auf die Soften. Aber wir wissen schon mal, was wir rausholen können. 1,33 mit den Ultrasoften. Unbedingt notwendig für das Rennen dann, ne? Für die Quali. Die auch gleich ist. Ah. Ist schon anstrengend, so lange zu fahren. Eigentlich wollte ich auch noch so einen kleinen Stream probieren, ob ich das streamen kann. Und dann eben einen Hardcore-Stream am Wochenende. Hey, guck mal, wir haben einen PC. Und eine Plane können wir uns dran machen. Ja, das geht. Setup. Wir gehen jetzt. Das ist kein Problem. 5 Runden noch. Wir gehen auf die Supersoften.
Das könnte man hier noch rausholen. 2 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Alles bereit? Ja gut, das ist das, was man hier machen kann. Bremsverteilung und alles. Aber da möchte ich mich eigentlich ran vergreifen. Ich kenne mich null aus. Hier, ich mach mal nichts. Der nimmt noch leicht die Kurve mit rein. Warum soll ich jetzt in die Box fahren? Warum ist die Box rot? Sondern 2% Schaden schon. Wenn ich nicht gut. Mischung 3. Okay, geht in Ordnung. Was ist da? Mehr Updates. Hat nämlich was bekommen, deswegen habe ich jetzt mehr Updates gesagt. Bin ich auch fett? Bin ich auch fett? Ja, ich bin auch fett. Season Update. Geht in Ordnung. Zustand des Autos. Deine Reifen sehen noch top aus. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Der Reifenabrieb ist geringer als erwartet. Sie sollten eine Weile halten. Deine Reifen und Bremsen werden zu heiß. Versuch mal die Kurven etwas weniger aggressiv anzugehen. Da glaube ich weniger Bremsen. Saisonupdate. Hier sind die aktuellen Top 5 der Autos. Räikkönen, Hamilton, Vettel, Quer. Du bist auf P5. Fuck! Eine Runde schaffen wir noch. Letzte Runde schaffen wir noch. Thank you.
So, jetzt. Noch eine Trainingssaison. Ein Trainingstag, wie das auch immer genannt wird. Für eine Zeit. Sind es eigentlich 3 Tage, die sie dann eigentlich drin sind? Auch so dreimal eine halbe Stunde. Letzte Runde. Geil. Geil, geile Scheiße. Am Ende nochmal verkackt. Oh, Scheiße. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Raikkonen, Hamilton und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja. Noch mehr sehen wir auch im nächsten Part, denn im nächsten Part sind wir nämlich in der Trainingssaison 3 und danach kommt unsere dreistellige Qualifikation. Ich bin mal gespannt, was das eigentlich bedeutet. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Zeigt der mir sofort. Daumen nach oben geben und ciao, ciao.